Moin, in der letzten Folge sind die beiden nach Eisleben gefahren. Auf verschiedenen Wegen, um zu gucken, was man eigentlich war. Im Krieg, in der letzten dicken Schlacht hier mit den drei Königen? Nee, das ist ja auch egal. Und das ist halt angekommen und Sophie hat mal kurz in die Vergangenheit geglupscht. Und ja, gesehen, warum die nicht gekommen sind, also warum die insgesamt nicht gekommen sind. Der Herbst war wohl von vornherein nicht da und es wurde wohl auch angemerkt in ihrer Vision, der man ja trauen sollte auf jeden Fall, dass seine Streitmacht sich aufgelöst hätte, schon vorher, vor dem Zusammentreffen. Also dieses Herbst ist jetzt, ne? Was sie als Verrat interpretiert hat. Kann man ja machen. Nicht? Und dann wurden die alle zermatscht und die Orakel sind auch irgendwie gestorben tatsächlich. Einfach so. Was sie interpretiert hat wiederum als der Herbst hat sich wohl selbst das Leben genommen, denn dann krepieren die ja alle. Zumindest das Feensein erstmal. Und die Menschen hat dann irgendein Slua noch kaltblütig abgestochen, als keiner hingeguckt hat, wie sich das gehört. Warum auch immer, kann man ja auch machen. Das war es im Wesentlichen. Nö. Nochmal zu diesem, man sollte seinen Visionen trauen, man sollte ihnen halt genauso viel trauen, wie im Mittelalter den Frauen getraut wurde, die Mutterkorn aus Versehen mal ein bisschen gefrühstückt hatten. Auch den Männern, aber hauptsächlich den Frauen. Die hat man ja dann gut behandelt. Ich weiß, in manchen Bundesländern auch noch ein bisschen länger. Also in den meisten, vor allen Dingen in Sachsen. Naja. Viel Spaß und bleibt geil. Sophie wird eine Reihe jetzt von Skizzen gemacht haben, der verschiedenen Szenen, die ihr einfach helfen, die Erinnerung irgendwie daran so zu halten, wie sie sein muss. Worauf lag denn der Fokus? Inwiefern? Na, wenn du Skizzen hast, dann hast du bestimmt Teile, auf die du dich fokussierst und Teile, die irrelevant sind und du aussparst. Na, ich sag mal, wird auch mindestens ein Bild der Gräueltaten, die sich bei dieser Schlacht ereignet haben, dabei sein. Aber fixiert hat sie sich jetzt erstmal eher auf das, was mit den Orakeln passiert ist und mit David. Danke. Später auch mit dem König, weil das ist, was sie jetzt wissen wollte. Weswegen sie ja überhaupt hergekommen ist. Der andere Teil wird später dazu kommen. Sie hat ja Zeit. Das ist ja Erinnerung, die sie jetzt nicht verliert. Und ich nehme an, diese Bilder sind sehr lebendig. Die wird eine ganze Weile sitzen, also wirklich, wirklich lange. Und diese Skizzen wird sie, selbst wenn sie irgendwann aufsteht, weil es ihr da viel zu heiß ist und sie da nicht mehr sitzen kann, vermutlich später vervollständigen zu richtigen Zeichnungen. Das dauert ja jetzt alles ganz schön lange. David. Noch was vor, während sie malt? Ich meine, während sie wie paralysiert rumsitzt, ist klar, dass du da mal kurz guckst. Nee, ich wollte mich umgucken halt generell erstmal. Okay. Okay. Zu sehen gibt es an sich erstmal nicht viel, wenn du dann irgendwann zu den Bäumen kommst, neben halt dem Ding im Osten, dann ist dann. Den Bäumen sind unheimlich viele Namen geschnitzt. Wie halt bei den Judenalten Kriegsgedenktafeln. Ansonsten ist es halt an sich eine normale Landschaft. Ich würde mir die Namen einfach mal angucken. Du bist nicht dabei. Das ist schön. Sophie? Sophie ist auch nicht dabei, nee. Keins, aber ich meine, zumindest ist nun irgendwo irgendein Orakelbeinamen, der sich erschließen könnte. Okay. Irgendwelche anderen bekannten Namen? Ja. Roland Pfeiffer. Roland Pfeiffer, das ist unser Famida. Ansonsten, manche der Namen sagen dir was. Bei manchen hast du vielleicht eine,
eine kleine Erinnerung wiederbekommen, wie du mit denen mal beim Feuer gesessen hast und dir Geschichten erzählt hast. Jemand, der dich mal eingelassen hat für eine Nacht zum Übernachten, als ihr ständig auf der Flucht wart und sowas. So kleine Sachen bei manchen, aber nichts über alle Maßen herausragendes. Okay, und sind die Jungs sind da alle mehr oder weniger gestorben, also da wahrscheinlich alle gestorben oder so. Also es wäre anzunehmen, dass es eine gefallene Tafel ist, ja. Der Name Roland ist aber ziemlich frisch reingeschnitzt. Bestimmt erst innerhalb der letzten 10 Jahre. Okay. Also hat er sich jetzt gerade erst daran erinnert, wahrscheinlich, dass er da gestorben ist. Das wäre möglich. Oder man dichtet ihm irgendwas an. Wie alt ist Roland denn wirklich? Also wie alt sieht er aus? Geschätzt ist der Anfang 30. Das heißt, er kann da auf jeden Fall ihr liebt er. Definitiv nicht. Okay. Ja, das muss ich mir mal wo merken. Thorald sieht irgendwie auch nur aus wie Mitte 40, ne? Wer? Thorald. Ja, aber Thorald war auch die meiste Zeit in der anderen Sphäre, also. Das stimmt natürlich. Was war mit den anderen, Mist? Sind da noch andere Namen, die später reingeritzt wurden? Nee. Das kannst du nicht wissen. Es sind gar nicht so unendlich viele. Vielleicht 80. Ja, sind aber mehr als genug. Ungefähr davon sind so 5 Ski oder sowas. Das dauert ja jetzt alles eine Weile, ne? Okay. Ich weiß nicht, wie du die Zeit vertreiben willst. Naja, also ich würde mich halt, wie gesagt, umgucken, würde dann halt, schauen, ob ich. Sie hat mir ja so diese komische Tür mal beschrieben, die sie da gesehen hat. Ne, so ein komisches, so ein Erinnerungsdings. Da würde ich mal gucken, ob ich irgendwas finde an so den Bäumen oder an einigen Stellen. Gerade die Bäume. Ansonsten gibt es eventuell, wenn man genug hinschaut oder genug hinsieht, vielleicht auch noch irgendwelche Baumwiesen oder wie auch immer. Ne? Also ich würde quasi mal Jünter fragen, ob er hier was findet. Jünter kann ja auch zum Beispiel, hat ja noch viel bessere Sinne als du. Shit. Ja, Jünter wird dann irgendwann zu dir zurückkommen und ja, dann an deiner Hand schnuffen. Ich folge ihm. Er wird dich zu Bäumen führen, die schon in ihrem Normalzustand sehr speziell aussehen. Die haben nämlich alle nur 2 große Hauptäste und nicht so viel Nebenzweig. Also die sehen einfach mega verkrüppelt aus und sind unten ein bisschen verdreht. Und nein, es sind keine Korkenzieher-Dinge, sondern es sind schon richtig massive Eichen. Da sollte das ja eigentlich nicht passieren. Chimärisch sind das aber auch dann 3 Gestalten. Ein Mann, eine Frau und ein Mann, die quasi die Hände über dem Kopf haben, die Handflächen aneinander, sodass quasi der Zwischenraum einen Rhombus ergibt. Und die blicken zum Himmel hinauf und selbstverständlich machen die nichts anderes als weinen. Schlucht. Also die weinen, also sind die quasi, wären die theoretisch in der Lage, mit mir zu sprechen? Vielleicht. Okay. Entschuldigung, dass ich störe. Ich glaube, an diesem Ort gewesen zu sein, beziehungsweise
auch nichts gewesen zu sein und das wäre schlecht gewesen dann damals. Allerdings fehlt mir die der Zugang zu diesen Erinnerungen. Sie senken jetzt die Augen auf dich herab und der Mann spricht. Also du musst ja erstmal, wird er seinen Mund öffnen müssen. Das dauert bestimmt 3 Minuten, bis er dann irgendwann mal einen Riss in seiner Rinde geformt hat. Von da an geht es dann etwas schneller. Aber es kommen dann immer wieder kleine Sägespäne und Holzwürmer und sowas herabgeregnet daraus. Das tut mir leid, kleiner Mann. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Beim Erinnern? Nein. Wart ihr damals hier? Ja. Hier wurden sie niedergelegt, die Kränze und Kerzen, die Fotos und die anderen Dinge. Hier kam man her, um der Toten zu gedenken, um zu trauern. Und ihre Tränen tränkten uns. Wir wünschten, wir wären Weiden, doch jetzt sind wir Trauereichen. Doch wir wissen nichts von dem, was sich hier zugetragen hat, außer das, was man beweinte. Nun, gab es Leute, die beweinten, jemanden verraten zu haben, jemanden im Stich gelassen zu haben? Ja, viele kamen hier. Her, um zu beweinen, dass sie schwach seien, ja. 20-mal habe ich mein Blätterkleid niedergeworfen, bevor der eine nicht mehr kam. Nicht mehr kam um jedes Jahr, um jedes Mal dieselbe Stunde zu beweinen, wie er seine Vettern und seine Brüder sie alle im Stich ließ, als er das Knie senkte, und eine andere kam bis vor 10, 15 Laubwechseln, um zu beweinen, dass sie ihn irgendwas sie, das ja sie. War weniger gesprächig. Es sind so viele, sie beweinen. Es ist du kleiner Mann. Ja. Das ist schon. Du musst genauer werden. Nun, ich weiß leider noch nicht viel. Aber anscheinend kam ich hier nicht hin, obwohl ich es versprach. Und ich verstehe nicht, warum dies geschah. Vielleicht wurde ich aufgehalten, vielleicht wurde ich verraten. Wir sind Trauereichen. Wir kennen deine Antworten nicht. Aber wir kennen die Trauer. Ja, wir sind lebendig geworden von der Trauer der Feen, die hierher kamen, aber
Es ist nicht so, als käme jemand hier, um seine Lebensgeschichte zu erzählen, die Umstände der eigenen Schwäche darzulegen. Sie kommen her und bitteln um Vergebung, um zu verfluchen, um zu weinen, um zu hassen. Sie kommen nicht her, um zu reden. Nun, auch das ist sehr wichtig. Und dafür seid ihr ein sehr guter Anlaufpunkt. Braucht ihr irgendwas? Nein. Sind eure Wurzeln gesund und tief? Sie sind eben so tief, dass die Tränen sie erreichen, natürlich in unserem Leib haust der Wurm und der Specht baut sein Nest in uns, aber wir brauchen nichts. Wir sind nun schon so alt, wenn auch du dieses Alter erreichst, so wirst auch du über Wehwehchen klagen. Aber das ist der natürliche Lauf der Dinge. Das ist wohl wahr. Auch du wirst etwas länger brauchen, bevor im Frühling die ersten Triebe erscheinen, aber damit muss man sich wohl abfinden. Ja, leider. Es ist wohl wahr. Komm, es kommen noch Leute zu euch in diesem Jahr? Oder im letzten Jahr? Kaum. Ja, der ein oder andere. Zum Teil tragen sie jetzt andere Gesichter, aber die meisten kommen nicht mehr. Vermutlich sind sie schon. Vielleicht haben sie vergeben und vergessen, vielleicht wandeln sie nicht mehr unter dem Lebenden. Es sind wenige, die noch kommen. Wisst ihr, wie sie aussehen? Oder wie sie heißen? Nun, ja, also zum Teil ist das, der weibliche Baum wird jetzt ebenfalls unter Mühen seinen Mund freilegen. Schweig, schweig, du Plappereiche. Sie kommen her und suchen den Frieden mit sich oder suchen, dass sie müssen sich ausleben. Sie wollen nicht immer Vergebung, sie wollen auch ihren eigenen Hass schüren, doch all das ist nichts für Fremde und es geht sie an und uns. Schweig, nun, Plappereiche. Er tut, wie ihm geheißen. Die Weiber, die haben einen immer im Griff. Sie hat recht, kleiner Mann. Sie hat recht, kleiner Mann. Deine Antworten findest du nicht bei uns. Du findest sie unter den Lebenden. Das hatte ich erhofft durch den Namen oder durch einen Namen. Mit dem Leben sprechen und dort Antworten zu finden. Mehr kann ich nicht für dich tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Dann danke dafür. Ich bleibe noch eine Weile sitzen. Ja, grübel noch ein bisschen um mich herum. Ist doch schon ein bisschen traurig dort. Da sollte einer der Bäume befallen sein mit irgendeinem Pilz oder etc., würde ich das mal gucken. Also, ich würde mir die einmal mal angucken, ob die irgendwie was brauchen, die Bäume. Ja, da gibt es bestimmt irgendwas. Irgendeinen Baumpilz kann man da immer mal entfernen oder sowas. Eben. Klar. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, so große Bäume beschneidet man dann nicht mehr, ne?
Sei denn, es sind also sehr selten. Wahrscheinlich eher nicht. Also es ist meistens eher aus kosmetischen Gründen oder aus Gründen, die, ja, wenn ein Ast zu schwer wird und dann halt brechen würde. Halt okay, das sieht nicht so aus. Es gibt doch keine Gewitterschäden oder so. Ja, das ich hätte ja auch nicht das nötige Werkzeug, um das jetzt machen zu können. Also das ja, nee, das ist ja erstmal zweitens. Das kann man sich ja irgendwie zusammenbauen. Vielleicht, wenn keiner hinguckt. Stimmt. Und während Sophie ihre Bilder malte, habe ich einfach irgendwo einen Klumpen Erz gefunden, ihn eingeschmolzen und dann daraus eine hervorragende Säge gemacht. Ja, ja. Gut, ich, für mich klingt das plausibel. Erz, ich meine, Hochofen bauen, das kriegt man doch irgendwie hin. Sicher, das ist aus Lehm und... Scheiße. Ja, kannst du auch aus Stein machen. Stein und Schmodder. Ja. Das Problem ist dann das Schmieden danach. Wird dann ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Aber Sophie. Das... Du bist dann fertig. Es wird auf jeden Fall jetzt schon gut dämmern. Also ist bestimmt schon spät. Sie ist zumindest an dem Punkt angelangt, wo sie der Meinung ist, dass sie jetzt erstmal pausieren kann, bis sie zu Hause ist. Sie ist an dem Punkt angelangt, wo sie nichts mehr sieht. Ja. Ja, doch, ich sehe noch, aber es ist nicht schlimm, ich brauche trotzdem Pause. Ah, stimmt. Ja, das stimmt ja sogar. Es wird dir vermutlich nicht so aufgefallen sein, weil das Stadtlicht ist ja doch immer ein bisschen ausgeprägter. Hm. Aber du siehst hervorragend. Nicht Shadowrun nachtsichtmäßig, also restsichtmäßig, aber hervorragend. Ja, dann steht sie irgendwann auf, packt den Block weg. Und macht sich mal auf die Suche nach David. Der sitzt da unter drei Eichen. Hallo? Hey. Darf ich dir vorstellen? Die Trauereichen. Hi. Ihre Münder haben sich übrigens in der Zwischenzeit wieder geschlossen. Hm. Die kleineren Ästchen rascheln nur ein bisschen und ein bisschen buntes Laub fällt euch auf euch herab. Die Chronisten nehmen nicht an. Trauerbegleiter. Ja, ein kleines Mädchen, das Sprechen strengt sie an, einander mal wieder. Ich komme bestimmt nochmal her. Aber es wird jetzt spät. Ich denke, wir sollten zurück. Mhm. Hast du Antworten gefunden? Ja. Dann wäre ich sehr gespannt, die gleich zu hören. Ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Sommer. Jo, dann klär mich mal auf. Wir gehen zurück. Ja. Ja, dann klär mich mal auf. Sie holt den Block raus. Und, naja, gut, David wird jetzt nicht sehen. Das heißt, sie muss jetzt warten. Wie mehr redet, dann packt ihn, das fällt ihr dann auf. Und packt ihn dann wieder weg. Wir waren da, aber wir haben es nicht mehr bis zum Schlachtfeld geschafft. Okay. Ja, der Herbst hat uns verraten. Sind wir hier gestorben? Bitte? Sind wir hier gestorben? Ja. Ich gehe zu einem Baum. Aber nicht hier. Sondern? Ich weiß, wo wir hin müssen. Okay. Weiter in die Richtung.
wenn ihr da hingeht, an die östliche Seite dieser Anlage, dann seht ihr auch, dass dort zwei, drei Grundstücke sind, quasi, die nicht mehr vermietet werden, wo so noch ein Brunnenbrach liegt, also nennen wir es mal Neuzeit-Hightech-Gartenbrunnen, wo anscheinend mal irgendwie eine Jahresexplosion oder was gewesen sein muss, weil dort sieht immer, also die Spuren der Verwüstung zur Leichte, sieht man immer noch. So viel, das ist dort, wo die Fiona eingeschlagen sind. Und dann kommt ihr auch zu der Stelle, wo ihr eiskalt niederträchtig hingeschnetzelt wurdet. David erinnert sich an diesen einen, das ist jetzt ein Baumstumpf, das war früher mal ein Baum, da saß jemand und da saß jemand von extremer Wichtigkeit, was auf jeden Fall irgendwie ironisch war, weil der Typ an sich nervig war, dumm und auch wirklich nichts Besonderes. Okay. Aber er konnte träumen wahrscheinlich. Ja, ich gehe zu dem, ist ein junger Baum in der Nähe, daneben neben dem Baumstumpf oder dann zu dem Baumstumpf? Bitte nochmal. Ist ein junger Baum, also ein jüngerer Baum in der Nähe, oder gehe ich zum Baumstumpf? Beziehungsweise zu einem jüngeren Baum, der noch steht. Ah, okay, gut. Ja, das ist beides vorhanden. Dann gehe ich natürlich zum jüngeren Baumstumpf. Das ist aber ein normaler Baum. Genau. Und würde dann anfangen, da unsere beiden Namen einzuschnitzen. Ein bisschen Kunst, also so kunstvoll, wie ich es hinkriege. Mhm. Sind die anderen hier auch gestorben? Ja. Dann fange ich auch, die sind ihre Namen, weißt du das? Nein. Das weiß ich nicht. Aber das sind die Orakel. Ja. Ja, und dann würde ich anfangen, halt die Orakel. Also in einem Sophies Name kommt quasi an, also es ist ein Kreis, ein geschlossener Kreis. Dann kommt halt Frühling, Sommer, Herbst, wird ausgelassen, ne, kommt nichts rein und dann halt das Orakel des Winters mit Sophie drauf geschrieben, mit dem Namen sogar. Mhm. Ne, und das ist halt, dass man sieht, dass da drei von vieren dort gestorben sind. Mhm. Nimmst du noch ein spezielles Todessymbol, zum Beispiel ein Kreuz? Ich wüsste nicht, warum. Okay. An der gefallenen Tafel, weil du vorher warst, war auch kein Kreuz, wie das so üblich ist. Denn das ist böse. Ich mach das so, dass es irgendwie, dass es für mich richtig erscheint, quasi, ne? Es ist halt kunstvoll, aber also die drei Namen auf jeden Fall zusammen und mein Name etwas abseits, aber halt auch dabei. Hm. Okay. Kann ich mich an irgendwelche Namen erinnern, die da waren? Zum Beispiel von diesem nervigen Kerl. Von dem nervigen Kerl, das könnte sogar sein. Warte. Mann, Mann, Mann. Ein nerviger Kerl, ja. Steffen Seifert. Dann kommt der Name damit auch. Okay. Du bist ja ziemlich sicher, dass der nicht gestorben ist, David. Achso, okay, dann kommt der Name natürlich nicht hin. Also wenn der nicht gestorben ist. Also von allen Namen, von denen ich weiß, dass die halt da gestorben sind, beziehungsweise wo ich denke, dass die da gestorben sind, kommt der ran. Vielleicht so ein paar Spitznamen oder sowas werden dir bestimmt einfallen. Dann kommen die dahin. Sophie würden natürlich erheblich mehr Namen einfallen, aber die bemüht sich natürlich nicht so.
Ich hab sie gefragt. Wenn sie das nicht möchte, dann kommt das nicht. Nur wenn ich fertig bin, so fallen dir noch welche ein. Keine, die wichtig wären. Ich denke, jeder Name wäre hier wichtig. Ich kann sie nicht mehr zuordnen. Es sind nur Namen, keine Gesichter dazu. Aber ja, ein paar habe ich noch. Sie diktiert hier die Namen, die sie noch weiß. Ja, dann werden die halt nur in der Reihenfolge, wie sie kommen, an dem Baum angeordnet. Aber wie gesagt, halt das zentrale Element sind halt wirklich die Orakel im Kreis mit dem Verrat, also mit dem einen offensichtlich leerstehenden. Scheiß Zweiklassengesellschaft. Aber ja, aus Sophie werden die Namen übrigens nur so raussprudeln und doch ein paar Gesichter werden dir dann unterdessen wieder einfallen. Aber da kommen bestimmt noch so mindestens 30 dazu. Aber die Orakelnamen fallen mir nicht ein, die Beinamen zumindest. Die Beinamen, das ist ja was anderes als die menschlichen Namen oder als die anderen Namen. Ja, warte, die kannst du kriegen. Willst du alle? Nein, es ist jetzt eher für Sophie. Sie möchte nur nicht, dass ihr eigener Name dasteht und keiner von den anderen Namen, weißt du? Das ist irgendwie so... Kommt ihr so vermessen vor. Also das Einfachste wäre zu nehmen, Prophetin des Morgengrauens, Prophet der Mittagssonne. Dann hört ich nicht. Test? Ah doch, jetzt Verzögerung. Oder Prophetin der Nacht. Du kannst natürlich auch mit den etwas kitschigeren Namen gehen, wenn du das willst. Nee, die sind, glaube ich, am besten. Na gut. Dann kommen die halt reichziert daran. Also, das ist nicht. Ja. Ihr habt ja auch die, also zumindest Sophie kann sie dir alle sagen, die Wappen von denen. Dann würden auch die kommen. Ich bin hart versucht, unter meinem Namen mein Wappen zu packen. Das ist der Heinzelmännchen oder willst du so einen Hammer und drei Sterne und richtig ausrasten? Es ist gottverdammt mein Haus. Ich gehöre dazu. Ich hab den niemals wirklich. Das muss dazu. Das ist nun mal mein Wappen. Das funktioniert halt so. Also wenn David das wirklich macht und Sophie das erkennt, kriegt er eine Nackenklatsche. Ja, warte doch mal. Was nimmst du überhaupt? Du hast ein Taschenmesser, nehme ich an, oder sowas, ne? Ein gutes, ein richtig, vielleicht sogar ein, wie heißen die Dinger, Multitool-Dings da? Gut. Also, du schnitzt erstmal dann noch die ganzen tausenden Namen, die Sophie dir nennt. Du hast dann jetzt noch die Beinamen der anderen Orakels dran gepackt, deren Wappen. Dann gehst du zu deinem Namen und setzt das Ding an und du triffst auf Titan. Außerdem durchfährt dich ein kleiner elektrischer Schlag. Oh. Ungefähr von der Stärke, wie wenn du auf einen Elektrozaun pisst. Au. Klingt gleich schmerzhafter. Okay, wie wenn du einen Elektrozaun fasst. Das mag ja noch gehen, aber das ist halt so ein... Also ich meine Weidezaun, ne? Ich meine keinen... ne? Kann ich mich an das Hummelwappen erinnern? Na klar. Das ist ja auch an deinem Keller. Nee, ich meine jetzt, also dieses Hummelbanner quasi. Also. Das ist das Wappen der Heinzelmännchen. Ah, okay. Das ist eine Hummel in einem Sechseck, glaube ich. Das kriegst du auf jeden Fall hin, ja. Dann kommt halt das da ran. Ja. Ich bin damit nicht zufrieden, dass sie mich da aus dem Haus verbannt haben. Das ist ja... Grummel. Der Tank, der kann da das Wappen Dougals reinschnitzen, Alter. Da gehörst du aber nicht mehr dazu, mein Junge. Aber so ist von... Das wissen die nur noch nicht. Alles klar. Die werden sie nur umgucken. Das sehe ich schon kommen. Wenn ich erstmal mit Dougal wieder gesprochen habe. Also wenn du das so schaffst, nämlich. Ich glaube, dann nehmen die dich nicht nur auf, dann wirst du direkt befördert. Mehrmals.
Das war mir schon klar, weil der ist ja noch nicht da. Zum ersten hochköniglichen Toilettenbürster oder sowas wirst du dann befördert. Du sagst das so abfällig, das ist ziemlich ehrenvoll. Das soll nicht abfällig klingen, es tut mir leid. Gut. Gut, aber es ist dann vollbracht. Die Hummel ist auch kein Ding. Nicht schön. Das heißt auch, dass über euch jetzt langsam die Nacht hereinbricht. Mhm. Das heißt, wir würden uns jetzt mal wieder Richtung Bahnhof machen, denke ich. Mhm. Ja, ich meine, läuft halt noch die ganze Strecke zurück. Und seid ihr am Bahnhof? Zug kommt in 40 Minuten. Top. Sophie? Selbst wenn, also du siehst halt nirgendwo ein Gleis, wo du hättest nachfragen können, wie du jetzt das Ding holst, ne? Nö, ich wollte schon sagen, jetzt ist es ja ohnehin spät, da kann man auch die Viecher mit in den Zug nehmen. Ja, ja. Sind eigentlich unsere beiden Viecher, also unsere beiden Tierchen auch gestorben? Dann sind die Namen natürlich auch da. Drauf auf dem Baum. Immerhin in Verbundenheit mit dem Besitzer. Sophie, du hast sie nicht sterben sehen, sie waren dann einfach weg. Das hat sie David dann zum Zeitpunkt so mitgeteilt. Okay. Das ist gut. Gut, Zug kommt. Ihr habt sowas von Platz in so einem Fahrradabteil. Und, ja. So. Jetzt ist die Frage, warum? Warum was? Ja, warum kam er nicht? Wenn du sagtest, ja, ihr seid umgekippt einfach, alle samt. Ja, gleichzeitig. Mhm. Das heißt, er ist tot. Gewesen. Genau. Er ist einfach, wurde einfach irgendwo umgebracht. Nein, das heißt, er wurde nicht umgebracht. Ich habe Gespräche gehört. Und so wie es sich anhörte, hat sich die Truppe, die er zusammensammeln wollte oder die er versprochen hat, gar nicht zusammengefunden, weil er sich umentschieden hat. Wahrscheinlich hat er sich selbst das Leben genommen. Das wäre die einzige passende Erklärung. Ich wusste schon immer, dass er jetzt irgendwie deprimiert ist. Dann ist die Frage, warum? Warum? Warum hat man ihm vielleicht ein kaltes Eisen vor die Nase gesetzt und gesagt, du darfst entscheiden, durch welches Messer du stirbst? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es hieß, er hat sich ich hätte es gemerkt, wenn man ihm Eisen vor die Nase gehalten hätte. Ich hätte gemerkt, wenn es etwas anderes als eine freiwillige Entscheidung gewesen wäre. Ich kriege auch jetzt ein bisschen von den anderen Orakeln mit. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich nehme an, dass das irgendwie mit der Zeit zunehmen wird. Okay. Das war eine freiwillige Entscheidung, die er da getroffen hat. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist ausgesprochen ärgerlich. Ich nehme an, es hieß, dass er sich wohl besonnen hat auf die alten Regeln. Sie zeigt dabei Anführungsstriche in der Luft. Dass die Orakel sich nicht einmischen. Vielleicht wollte er nicht, dass sich was ändert. Vielleicht hatte er auch Angst.
Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte er so große Angst vor einer Veränderung, dass er diesen Weg gewählt hat. Und das werden wir rausfinden, wenn wir ihn treffen. Das wird vielleicht nicht passieren. Das ist wohl richtig. Wir können ja sonst wo geboren sein. Eieiei. Aber das ist zumindest gut zu wissen. In der Tat. Besorgniserregend, aber ja. Auf der anderen Seite schön, dass wir versucht haben, hier zu sein. Ja. Ich glaube. Ich glaube, alles andere wäre irgendwie komisch gewesen. Ich weiß es nicht. Ich werde diese Bilder vervollständigen. Und ich werde dann zu Thorald gehen und ihm das zu erzählen. Ich denke, dass er ein Recht darauf hat, das zu wissen. Definitiv. Und nicht nur er. Eigentlich. Aber ich glaube, wir sollten es in der Öffentlichkeit erstmal ruhen lassen damit. Jedenfalls, natürlich, was sie. Natürlich werden wir das in der Öffentlichkeit erstmal ruhen lassen. Es wird sich zeigen, wer das wissen muss und wer nicht, aber ich. Das sind Dinge, die müssen nicht unbedingt in die Welt hinaus posaunt werden. Ich bin mir nicht sicher, wer davon weiß, dass die Orakel auf diese Art und Weise zu Fall zu bringen sind. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich glaube, es ist besser, wenn es so wenig wie möglich wissen. Wobei ich denke, dass das hinlänglich bekannt sein wird. Sehr wahrscheinlich. Es war ja genug Zeit. Und es war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ihr einfach umgekippt seid. Wahrscheinlich nicht. Naja. Ich weiß es nicht, was da wie ist. Ich denke, das werde ich noch herausfinden. Dann lass uns erstmal nach Hause fahren und dann. Ich muss schließlich noch unseren Heizboiler reparieren. Wir könnten auch einfach Roland Bescheid sagen. Du kennst dich doch damit überhaupt nicht aus. Das heißt nicht, dass ich das nicht lernen kann? Das heißt aber, dass du das bitte erstmal irgendwo anders übst als an unserem Heizboiler. Hier, guckst du auf mein Tablet? Da, ich habe Pläne. Ja und? Du bist aber kein Klempner. Siehst du hier, das da ist das, was rot markiert ist. Siehst du das hier? Das? Das darf ich nicht berühren, da kommt das Gas hin. Ja und? Was ist, wenn du was anderes kaputt machst? Da haben wir auch kein warmes Wasser mehr. Als ob ich zwei linke Hände hätte. Du hast keine zwei linken Hände, aber du bist kein Klempner, verdammt nochmal, David. Ich komm vom Land, da macht man das immer. Nee, ich glaube nicht, dass du in deinem Leben schon mal einen scheiß Heizboiler repariert hast. Naja, so direkt nicht. Siehste. Aber so schwer ist das auch nicht. Woher weißt du das denn? Das Prinzip ist einfach. Da kommt Wasser, da wird warm gemacht und dann ist es warmes Wasser. Punkt. Ja, das passiert auch, wenn ich einen Topf aufs Feuer stelle. Eben. Prinzip ist einfach. Ja, trotzdem würde ich mir nur, weil ich weiß, wie man ein Feuer anzündet und einen Topf mit Wasser draufstellt, nicht zutrauen, einen Gasboiler zu reparieren. Ich bin überrascht, dass du weißt, wie man Feuer macht. Man macht ein Feuerzeug an. Oh, ich dachte jetzt, du meinst so richtig Feuer machen. Also, egal. Na, bin ich von Anno Knips oder was? Glaub mir, es wird der Moment kommen, wo. Ich weiß, David, dass solche modernen Gerätschaften wie Feuerzeuge auf dem Dorf nicht angekommen sind, aber es gibt sie. Bla, bla, bla. Natürlich gibt's sie. Aber es ist viel cooler, wenn man das mit einem Stock machen kann.
Ja, aber es dauert auch 5000 Mal so lange. Das ist nicht ganz wahr. Das geht recht fix, wenn man das kann. Das mag sein, dass das recht fix geht, aber es dauert wesentlich länger als mit einem Feuerzeug. Ja. Ist aber nicht so cool. Nichtsdestotrotz ist ein Wasserboiler eine super simple Sache. Nee, ist es nicht. Und du lässt bitte die Finger davon. Du kannst dich ja daneben stellen, wenn der Klempner den repariert. Und dann erstmal zugucken. Ich gucke auf eBay Kleinanzeigen, ob ich einen Heizboiler finde. Du bist nämlich auch kein Mechaniker. Du findest einen Heizboiler. Ist das ein ähnliches Modell? Was weißt du denn, was ihr für ein Modell habt? Das habe ich mir vorher rausgeguckt. Das hast du dir vorher rausgeguckt. Weißt du, wie alt diese Wohnung ist? Ist mir egal. Ihr habt Gamat-Gasheizungen, wo nicht mal Wasser erhitzt wird, sondern Metallplatten. warte mal, du hast Recherche 0. Ja, warte mal kurz. Dann hast du genau minus einen Würfel. Du könntest Willenskraft benutzen, dann hättest du zwei Würfel für diese Recherche. Ich habe also nichts gefunden, ist okay. Aber okay, ich habe bestimmt was Sinnvolles gefunden, was ähnlich ist. Guck hier, das ist Wasserboiler, das ist zwar nicht dasselbe Modell, aber wenn ich daran übe, der kostet, und der kostet zu viel. Aber wenn ich daran theoretisch üben würde, könnte ich das auf jeden Fall können. David, der ist so alt, da ist gar keine große Technik dran. Dann macht's doch einfach so. Besorg dir einen Ausbildungsplatz in der Klempnerei und dann kannst du das alles selber machen. Du Schisser! Weißt du, ich habe irgendwann mal gelernt, dass man offene Flammen und Gas in Verbindung mit Feuer mit Vorsicht genießen sollte. Du kannst das gerne alles machen, aber dann sag mir vorher Bescheid, damit ich mich so lange ausquartieren kann. Okay, morgen mache ich das. Und dann sag bitte auch allen anderen Bescheid, damit die sich vorher ausquartieren können und frag sie vorher nach ihrer Meinung, was das angeht. Denn wenn das Ding hochgeht, geht es vermutlich im ganzen Haus hoch. Deswegen gehe ich ja nicht in das Gas. Ja, aber das weißt du doch alles gar nicht, verdammt nochmal. Du hast da irgendeinen Plan von irgendeinem Boiler. Ist das denn unserer? Weißt du das überhaupt, dass das sicherlich unserer ist? Der sieht dem ähnlich. Das ist doch egal. Das Grundprinzip ist dasselbe. Ja, Linux und Windows sind auch vom Grundprinzip dasselbe, nur weil du mit dem einen umgehen Möglich. Kannst, heißt das noch lange nicht, dass du mit dem anderen umgehen können musst. Ja, mit Linux habe ich nicht viel am Hut. Siehst du, mit Heizboilern auch nicht. Also überlass das bitte den Leuten, die es können. Ich fange ja jetzt auch nicht an, bei deinen Eltern die Felder bestellen zu wollen, nur weil ich mal in einem Film gesehen habe, wie das geht. Das ist im Prinzip auch super einfach, muss man das entsprechende sagen. Also, egal. Ja, dann gucke ich mir das halt an, wie der das macht, und dann kann ich das in Zukunft selbst. Ja, ganz bestimmt, David. Guck dir erstmal an, wie der das macht, und dann hörst du dir erstmal an, was der zu sagen hat, und dann reden wir nochmal weiter. Ich lies mich weiter in das Thema ein. Das ist mir egal. Das kannst du tun. Ich meine, ihr habt ja noch ein bisschen Fahrzeit. Ja. Und werdet dann irgendwann ankommen. Wir bringen die Tierchen zurück. Sophie geht dann auch in ihr Zimmer. Sie hat noch was zu tun. Damit wird sie auch den Rest der Nacht beschäftigt sein. Cute. Sie hört vielleicht einmal so ein kleines Klöntern, als er unter die Abdeckung des Gasboilers guckt. Du weißt schon, dass das übel scheppert, Alter. Natürlich. Also ich glaube, dass... Aber er guckt nur drunter, er macht nichts, er hat nicht mal Werkzeug dabei. Da achtet sie aber nicht drauf. Ach so, ja, okay, die ist wieder mal völlig out of order. Okay, kannst mal drunter gucken.
Sieht das so halbwegs aus, was ich so verstanden habe? Alter. Das kommt sehr darauf an. Wie, naja, ich will das wirklich nicht Mut nennen, wie geisteskrank du bist. Es sieht in irgendeiner Ähnlichkeit so aus, wie was, was du irgendwo gefunden hast. Ja, aber das war's dann auch. Na gut, ich mag das nicht, wenn die anderen recht haben. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich behaupte einfach immer, das wäre nicht so. Ja, genau. Aber ich glaube, auf so einem Boiler wird auch ein dickes Warnschild sein, dass man da nichts irgendwie machen soll. Natürlich. Ich kann mir das gut vorstellen. Das haben Landmaschinen auch. Ja, gut. Da wird ein, zweimal mit Mama drauf geklopft, dann geht das weiter. Ja, ist das hier wirklich ein russischer Boiler? Denn wenn nicht, kannst du das nicht machen mit dem Hammer. Das Guide. Naja, auf jeden Fall werde ich dann morgen quasi Roland schnappen und den mal ansprechen. Jodi, Sophie hat das Hofzimmer, ne? Ja, ja, du hast das Sophie Hofzimmer. Sophie hat das Hofzimmer. Gut, wenn du irgendwann, also hypothetisch, ich könnte mir gut vorstellen, man braucht ja auch Zeichenpausen, ne? In so Zeichenpausen raucht man ja. Die geht dann rausrauchen. Okay, ich dachte, sie stellt sich ans Fenster, aber das ist dann irrelevant. Das kann auch sein. Wenn du an den Hof, ist es völlig egal, du siehst es ja jedes Mal. Der Wanz sitzt mitten in der Nacht auf dem Baumstumpf, wie immer, hockt, wartet. Das wird dann schon sein, das ist nicht mehr mitten in der Nacht, das ist dann schon früh, wenn es dämmert. Mit Vogelfutter in der ausgestreckten Hand, Schlange um den Körper gewickelt. Und irgendwann setzt sich tatsächlich irgend so ein Piepmatz drauf und sie packt blitzschnell zu und dann guckt sie sich erst dieses Vögelchen aus der Nähe an, das wird natürlich irgendwie mit dem Kopf irgendwie und mit den Beinen ausschlagen und sie hält sich das Ding vors Gesicht, dann reißt sie ihr Maul auf, etwas weiter, nicht viel weiter, aber etwas weiter als das normal sein sollte. Und steckt den Kopf in den Mund, hat ihn aber noch offen, scheint etwas mit sich zu ringen, aber du siehst einfach unfassbaren Hunger in ihrem Auge. Schlange wird sich von ihrem Körper leicht loswickeln und ihr was ins Ohr säuseln. Dann nimmt sie den Vogel raus, patscht ihm etwas Ungelenk auf den Kopf mit der anderen Hand. Und lässt ihn fliegen. Er ist mehr als verstört, könnte man annehmen. Dann gibt die Schlange einen feuchten Knutsch auf die roten Backen und hüpft ihn vermutlich raus auf die Straße. Wird langsam Zeit aufzustehen für die. Gut, dann wirst du vermutlich irgendwann fertig sein mit Malen und dich erstmal vermutlich dann bemerken, dass du todmüde bist und ins Bett gehörst. Ja. Ja. David will zu Roland. Ja. Mittags. Lass den jungen Mann doch schlafen. Ja, das höre ich doch gern. Klingelst. Er wird aufmachen. Ist verhältnismäßig. Also er hat eine Hose an. Ich sag's mal so. Er hat diesmal tatsächlich eine Hose an und wie immer halt ein T-Shirt. Guckt etwas verwirrt rein. Und du siehst keinen Feenschein. Alles, was du siehst, ist der Mann. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Ja, guten Tag. Moin. Wir haben ein kleines Problem bei unserem Gasboiler. Können Sie da einen Techniker vorbeischicken? Ja, das mache ich sofort. Was für ein Problem. Also ich würde es einfach machen und den anrufen und der kontaktiert sie dann direkt. Und kann das mit ihm gleich absprechen, ja? Ich denke, das wäre sehr gut. Auch wegen, wann der dann bei Ihnen kommen kann. Wie war nochmal der Name jetzt? Von dem Gasboiler? Nee, das habe ich in den Unterlagen. Ich meine Ihren Namen.
Achso, Hustin. Ganz oben im Dachgeschoss. Hustin. Hustin, wie lange wohnen Sie nochmal hier? Ich bin gerade erst eingezogen. Ah ja, gut, gut, alles klar. Ja, gebe ich sofort Bescheid und dann wird es dann bestimmt morgen oder so oder vielleicht noch heute bei Ihnen telefonisch melden. Wenn ich glaube nicht, heute ist Sonntag. Ah ja, heute ist ja Sonntag. Dann wird er sich morgen telefonisch melden bei der. Ja, danke, danke, ist sehr nett, aber ja. Ich kann da die Handynummer gleich weitergeben, die Sie angegeben haben, ne? Genau. Gut, dann machen wir das gleich so. Gut, und Sie melden sich, wenn Ihnen irgendwie nicht gut geht. ja, ja, natürlich, natürlich, das mache ich. Sehr schön. Dann, schönen Tag noch. Gut. Achso, das ist aber jetzt nichts Ernstes, irgendwie Gasgeruch oder sowas? Nein, nein, das ist, er reagiert nur sehr schlecht. Ja, ja, das, der muss vielleicht mal ausgetauscht werden. Ich kann das dann gleich so weitergeben, ja. Gut. Perfekt, dankeschön. Natürlich. Dann, schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Aha. Er würde die Tür schließen, ja, im Flur, das siehst du noch, eine Kiste stehen, wo unheimlich viel Gerümpel drin liegt. Zum Beispiel seine Pin-Up-Kalender und ein Haufen anderes Geschmodder. Und du siehst, dass er bei den halbfertigen Möbeln da irgendwie jetzt die ganzen Sägespäne und so zusammengekehrt hat. Ihm geht es definitiv gut. Das wollte ich damit sagen, ja. Der Junge hat gekehrt. Ruft die Polizei. Ich würde mal bei dem Herrn Satt klingeln. Bei Herrn Satt? Habe ich das richtig verstanden? Naja, bei dem Flur, ne? Ja. Ja, genau. Morgengrauen. Der ist bestimmt nicht da. Ach nee, mittags hast du gesagt, ne? Nee, der ist nicht da. Okay. Von deinen Beobachtungen wird er vielleicht den Wanz vom Kindergarten abholen, wenn sie heute war. Aber sonst ist er auch häufig mittags nicht da. Es ist Sonntag, da war sie bestimmt nicht. Das vergesse ich nicht. Sonst ist ja auch häufig. Alter, Sonntag? Ja, dann, das ist, dann ist, dann weiß ich, wo der ist. Der ist auf jeden Fall nicht da. Der ist in der Kirche. Das stimmt. Offensichtlich. Ja. Nun, dann ich so. Ja, dann mache ich halt erstmal lecker essen. Sehr gut. Omelette halt. Geil. Also bisher würde erstmal weiter nichts passieren. Na gut, ja, irgendwann wird es uns so fies Tür kloppen und ein Omelett sind fertig. Warte mal, mittags, da bist du schon ein paar Stunden im Bett, doch, ja. Da musst du jetzt durch. Ich hasse dich. Da kommst du jetzt aber nicht mit raus. Ich hasse dich. Ich öffne die Tür und wedel ein bisschen leckeren Geruch rein. Essen. Aufstehen. Ich hasse dich doch nicht. Ich guck mal kurz in den Raum, da sind wahrscheinlich schon ein oder zwei Bilder dieser scheiß Schlacht, beziehungsweise dieser Umgebung. Die sind alle in einem Block drin, du siehst die nicht. Achso, okay, ich dachte, also du hättest die komplett... Die liegen auf einem Tisch. Da liegt der Block, der ist wahrscheinlich auch noch aufgeschlagen, ja. Also da wirst du was sehen können. Ja, nee, dann wird nur so ein Block, der nicht gucken. Also wenn hättest du jetzt eine große Leinwand, ich dachte, würde so eine Nee, das sind keine großen Leinwände, die zeichnet halt auch extrem viel. Manchmal macht sie auch Leinwand, das ist unterschiedlich. Also die hat jetzt gerade offensichtlich keine Leinwand da, die hat alles gezeichnet. Also die hat die Skizzen vervollständigt, die sie gemacht hat. Ja, gut. Ja, dann ist alles easy, dann dachte gar nichts, sondern einfach nur, Essen ist fertig, komm ran. Ja, gib mir 2 Minuten, um festzustellen, wie man aufsteht und wie ich aus dem Bett komme, ohne zu fallen.
Kann ich machen, wenn du mir sagst, welchen Tee du haben möchtest. Denselben wie immer. David, du hast ja in der Küche das Fenster auch kurz aufmachen müssen wegen den Bratedünsten, ne? Du hörst daraus ein verräterisches Flügelschlagen. Ja. Deswegen steht an dem Fenster ja auch ein kleines Schälchen. Das ist ja super nett von dir. Das ist ganz einfach. Das sind doch Aasfresser Omnivore, ne? Ich glaube ja. Was hast du denn da so reingetan? Ganz kurz AFK. Abgekühlten gebratenen Speck. Ja, okay. Dann wird er auf jeden Fall das Schälchen vorziehen, ja. Also das ist natürlich, das ist tatsächlich ein gutes Frühstück für so einen Vogel. Ja. Das ist halt, ne, er hat das genau dasselbe. Wir haben auch gebratenen Speck, aber in unserem Omelett. Mhm. Sehr gut. Dann wird Sir William Van Eyck wahrscheinlich euer Frühstück dezimiert haben. Ich hab da schon dran gedacht. Der ist ja nicht zum ersten Mal da, ne? Das stimmt. Ich hab bloß gerade wieder an ihn gedacht. Ja, dann würde ich alles vorbereiten, dass ich die halt gleich richtig schön bestücken kann. Und dann würde ich den gut, also, ne, also, es dauert ja eine Weile, bis wahrscheinlich aufgestanden ist, dann würde ich mit dir frühstücken. Dann bin ich auch nochmal ganz kurz AFK, wenn die gerade weg ist, ne? Jo. Bin wieder da. Du hast ein ausgewogenes und sehr leckeres Frühstück vor dir stehen. Das ist hervorragend. Ja. In dem Omelett sitzt gebratener Speck und dein Hügelchen frisst auch gerade gebratenen Speck. Das ist hervorragend. Es ist halt gut, ein Heinzelmännchen so auszuhaben. Verscherzt es lieber nicht mit ihm? Genau, Kohlgraben vorzugsweise Aas. Ein Allesfresser, aber vorzugsweise wohl Aas. Warum nicht, ne? Ich meine, es ist halt da und es ist halt lecker. Wir haben ein kleines Problem. Welches? Unser Vermieter ist nicht mehr ganz er selbst. Ihm fehlt die Hälfte. Wie, ihm fehlt die Hälfte? Naja, der Mensch ist noch da, aber... Oh. Der erinnert sich halt nicht mehr an uns. Er tut so, als wenn das normal wäre, aber... Hast du jemandem Bescheid gesagt? Wem denn? Na, weiß ich nicht. Der Satz ist gerade nicht da. Martha. Martha wäre eine gute Idee, das stimmt. Ja. Sollten wir gleich tun. Oder ja. Du kannst ihr doch schreiben, Dingsen. Ich weiß gar nicht, ob die ein Handy hat. Nein. Ach ja, Nöcker-Rohrpost. Ja, genau. Ja. Stimmt. Ich kann das ja nicht. Stimmt. Doch, du kannst doch jetzt. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ne, ich mach's jetzt schnell. Dann mach mal schnell. Ja, sie tut das jetzt. Unser Spielleiter ist nur gerade AFK. Ja. Das ist eine sehr gute Idee mit der Nöcker-Rohrpost. So, was war das letzte? Sauerkirschen. Wir essen ein unwahrscheinlich tolles Mahl. Ich habe ihr gerade von unserem kleinen Vermieter erzählt, der in seiner menschlichen Gestalt rumrennt. Also. Und wir wollen jetzt eine Nöcker-Rohrpost an Martha schicken. Martha schicken. Warum denn an Martha? Naja, weil sie da ist in der Nähe und sie hilft gerne. Na, weil wir nicht wissen, was wir jetzt tun müssen. Die Heinzelmännchen ausnutzen, das finde ich ja mal wieder. Denk, wo ist den Fußabtreter, ha? Hä, wieso, also. Die kennen sich doch gut. Das war ein Witz, Alter. Chill mal. Du bist sowas nicht mehr gewohnt. Ich merke schon, ich bin zu nett jetzt. Also, was schreibst du denn so? Na, das, was Roland, David gesagt hat, nämlich, dass irgendwie bei Roland wohl der Feenstein weg ist und was wir jetzt machen sollen. Gut. Es wird zurückkommen,
dass ihr weg von ihm bleiben sollt. Okay. Und dann erstmal nichts weiter. Sophie wendet sich dann an David. Sie hat gesagt, dass wir uns von ihm fernhalten sollen. Ja, und dann kommt er nicht wieder zurück und dann? Na, ich denke mal schon, dass sie irgendwas machen wird, aber wahrscheinlich will sie uns da erstmal raushalten. Vielleicht ist das ja ansteckend. Ja, die haben gesagt, dass wenn Menschen uns zweifeln, dann diese Dingsbanalität kommt dann und dann haut die uns aus dem Leben. Ja, aber irgendwas scheint das ja verursacht zu haben und nicht, dass das noch da ist. Ich glaube, darum geht's ihr, deswegen sollen wir uns von ihm fernhalten. Okay. Okay, haben wir dafür einen Laken, dass was hängt? Also, bei anderen Sachen war ja irgendwelche Warnsignale, aber... Dafür nicht. Vor allen Dingen, weil das ja auch teilweise von den anderen kam. Was sollen denn die Menschen, die hier wohnen, wissen von dem Feenschein? Das ist eine gute Frage. Ich werde zu Thorald gehen. Vielleicht kann er uns auch erklären, was da jetzt gerade passiert ist und warum wir uns von ihm fernhalten sollen. Dann komme ich mit, das ist eine gute Idee. Aber erst mal auf. Hab ich doch schon. Dieses Nachtisch? Ich gebe dir quasi den Nachtisch auf den Kühlschrank. Alles klar, danke. Mucho Schokolade. Was ist denn mit dir los? Hattest du Langeweile oder was? Das ging mir ziemlich schnell von der Hand, ich weiß auch nicht. Und ich konnte ja mein geplantes Tagwerk nicht verrichten. Wurde mir ja verboten. Stimmt. Und das zu Recht. Bla bla bla. Ach genau. Ich kann ja jetzt Thorald eine Nöcker-Post schreiben und fragen, ob er Zeit hat. Ich werde das tun. Das ist quasi SMS. Finde ich gut. Mit seinem Handy war er ja nicht so gut, hat er gesagt. Ich sag mal so, am Hof hat er auch einfach keins. Es ist fast wie ein Handy, halt nur, dass du jedes Mal das Ding volle Kanne gegen die Rübe kriegst, ne? Das wollen wir nicht verlassen. Und ich weiß, als du Martha schriebst und eine Antwort erwartetest, kann man ja durchaus gucken, okay, da ist vielleicht eine Öffnung, da könnte es rauskommen, diesmal weiche ich volle Bude aus. Nein. Die Flugbahn beschreibt durchaus Kurven. Das ist okay. Gut. Das hält wach. Ich sag mal, es hilft, dass man sich anfängt, Fahrradhelme aufzuziehen, bevor man Nöcker-Rohrpost schreibt. Dann fliegt es um den Helm. Geh in dein Gesicht. Halt ins Gesicht. Okay. Die Sache ist, das hilft, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Das geschriebene Wort hat plötzlich so viel mehr, ne? Essenz. Ja. Gut. Also du schreibst ihm. Und er wird Zeit haben. Zur 6. Stunde oder so. Okay. Dann packt Sophie ihre Sachen erstmal zusammen. Geht vermutlich vorher nochmal Barnaby besuchen. Yay, wir spielen noch ein bisschen unter dem Tisch. Ja. Und dann irgendwann machen wir uns halt, oder zumindest Sophie, also wir wahrscheinlich uns auf zum Schloss. Sind dann halt ein kleines bisschen früher da, aber nicht so unendlich viel zu früh. Ja, Kann ja noch zwischendurch mal Kaffee trinken gehen oder sowas. Eben. Ja, überhaupt kein Ding. Wenn ihr zum Schloss kommt, dann werdet ihr nicht eingelassen mit dem Hinweis, dass Thorald euch erwartet drüben bei den Stallungen.
Dann gehen wir halt dahin. Jo. Also da sind natürlich zum einen Rösser und zum anderen Greife. Ist ja völlig logisch. Sowie halt die Donnervögel. Und Thorald wartet da an so einem kleinen Schuppen. Steht da außen da, der offenbar dann verschiedenes Gerät enthält. Nicht? Sie hat den Block übrigens mitgenommen mit den fertigen Bildern. Mit den Zeichnungen. Mhm. Hallo. Hi. Moin. Wir haben die letzten zwei Tage irgendwelche Schwierigkeiten. Bisschen. Ja. Das eine wäre zum Beispiel, unser Vermieter ist banal geworden. Ihr müsst umziehen. Er ist in Menschengestalt. Wie in Menschengestalt? Wer ist denn euer Vermieter? Roland. Ach, Roland. Ja. Oh, ja, gut. Habt ihr schon jemanden gesagt? Ja. Martha. Wie lange? Was für lange? Ich hab ihn heute Morgen so entdeckt. Und heute Mittag haben wir ihr Bescheid gesagt. Habt ihr ihn gestern gesehen irgendwie oder vorgestern? Aber gestern waren die ganzen Sachen noch nicht auseinandergekommen, oder? Gestern hast du ihn einfach nicht gesehen, oder? Ja, aber waren die Sachen schon aus der Wohnung rausgeräumt? Und nee, aufgeräumt? Der war in seinem Flur, der Karton. Achso. In seinem Hausflur, Wohnungsflur, genau. Aber du hast gestern nicht irgendwo einen Karton gesehen, zumindest mit irgendeinem Stuff oder eure Mülltonne vorm Haus. Es quillt nicht über bisher. Dann, naja, ich glaube nicht, dass das schon länger ist. Er scheint jetzt irgendwie aufzuräumen und Ordnung zu schaffen in seiner Wohnung. Naja, also wenn man sich die ganze Wohnung anguckt, also das ganze Haus anguckt, scheint nicht irgendwie Mülleimer überzulaufen oder sonst irgendwas. Also scheint noch nicht allzu weit fortgeschritten zu sein. Ist das gefährlich? Jein. Im ersten Moment nicht mehr als jeder andere Mensch. Im zweiten Moment kann es halt extreme Mutlosigkeit verbreiten. Also nicht auf übernatürlichem Wege, aber einfach. Ich meine, du siehst ein potenzielles Schicksal von dir. Okay. Ihr habt jemandem Bescheid gesagt, dass. Das war schon gut so. Ja, Martha hat irgendwie uns gesagt, wir mögen uns bitte erstmal von ihm fernhalten. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Und was passiert jetzt? Wer ist die Martha eigentlich nochmal? Die hat diesen Waschsalon. Das Einzelmännchen? Ja. Ja, okay, dann. Dann hat er noch eine Chance. Das ist ja okay. Was macht man denn in so einem Fall? Naja. Also ich meine, was besagt der Esche? Der Esche hat besagt im ersten Moment, dass du dem erstmal hilfst. So. Das ist ja, wie Esche hat. Du ja, versuchst ihn mit. Ja, nicht so ungeduldig. Ich hatte einen langen Tag. Also versuchst ihn vor allen Dingen mit positiven Erinnerungen zu konfrontieren, die er mit dem Feendasein verknüpft. Was weiß ich, wenn der gern barfuß über Dächer spaziert ist, dann machst du das mit ihm. Es ist aber nicht leicht, ihn dazu zu kriegen als Menschen oder solche Sachen. Und zur Not kannst du deine Gestalt offenbaren und ihn dazu zwingen, vielleicht dazu zwingen aufzuwachen, aber es ist halt ein bisschen risikoreich, ne? Weil, wenn er es nicht ganz vergisst, und das kann sein, theoretisch ist er noch nicht ganz so banal wie ein Mensch, und was dann rum erzählt, dann verstößt er gegen Escherte.
Du kannst versuchen, ihn direkt ein bisschen von deinem Glamour abzugeben. Aber was dann damit passiert, vielleicht läuft das einfach ins Leere. Also die erste Methode ist die sicherste und beste. Ist auch die weniger verzweifelte. Okay. Aber ihr erstmal macht da gar nichts. Okay. Und dann waren wir gestern an den trauernden Eichen. Ich hab was für dich. An den trauernden Eichen? Sophie holt den Block raus und gibt ihn den Block. An den trauernden Eichen? Seid ihr bescheuert? Nein. Ich hab dir gesagt und ich hab euch gesagt, dass ihr das vorher mit mir absprechen sollt, ihr Hobel. Alter, Mann! Bei Thors Donnerbalken, seid ihr bescheuert, Mann! Warum? Das ist ein Schlachtfeld. Und? Das gebiert Albtraum-Chimären. Und zwar kräftig. Weißt du, was in einem Gemetzel entsteht? Für Gefühle, für Gedanken, für Ideen, die sich manifestieren können bei dem Glamour, der dort rumgeschossen wurde. Fleischgewordene Monstren, Alter. Da kannst du nicht einfach hingehen. Ihr seid doch völlig Wahnsinn. Ich hab euch gesagt, ihr sollt das vorher mit mir absprechen. Das ist scheiße gefährlich. Dass das scheiße gefährlich ist, hast du uns nicht gesagt. Ja, man muss ja nicht. Ich wollte sagen. Sowas wäre vielleicht ganz. Ja, die Sache ist doch. Nee, ich dachte, ihr seid nicht so unvernünftig. Ich sagte, es ist wichtig, dass das, was wichtig für dich ist, wenn du das rausfinden willst, dass du das machst. Und ich sagte, wir sprechen das ab und wir gehen dahin. Und dass du das ja nicht gleich machen musst. Oh Mann, Alter. Ja, es ist scheiße gefährlich. Gut zu wissen. Dann ist es ja gut, dass wir quasi da unbeschadet und ohne eine Chimäre zu sehen weggekommen sind. Ja, vielleicht ist sie auch uns in dein Bett gekrabbelt und du hast sie nicht bemerkt. Maybe. Gegenfrage, was tut man denn, wenn so eine Chimäre vor einem steht, außer rennen? Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist ein sehr guter Anfang. Kannst du kämpfen? Nee. Oh, dann rennst du am besten schnell. Naja, ich habe noch nie wirklich versucht. Ich habe ein bisschen. Also nicht. Mal so hobbymäßig mit dem Schwert rumgespielt, aber. Also, meiner Meinung nach war ich gar nicht schlecht. Ich habe den Vorteil, dass ich das mitkriegen werde, aber. Ja, nicht schlecht, aber. Weiß nicht. Ein fünfarmiges Ungetüm mit wo an jedem. Ein Maul ist und dass das Feuer und Säure spritzt und so ein Mister, keine Ahnung. Ist übrigens so gefährlich da. Jedenfalls bei Nacht. Ja, nachts sind wir ja wieder weggegangen. Wir waren tagsüber da. Welches Jahr schreiben die Menschen gerade? 2017. Ach so, okay. Na gut, dann ist das schon ganz schön lange her. Dann ist das schon ganz schön lange her. Gut, okay, dann ist es vielleicht heute sogar weniger. Das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Naja, gut, okay. War mein Fehler. Was ist das jetzt hier? Das, was passiert ist. Er setzt eine dicke Lesebrille auf. So. Verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Ich verstehe schon die Bilderfolge, aber das wäre trotzdem. Die sind alle gekommen, bis auf den Herbst. Der Herbst hat den leichteren Weg gewählt.
Was ist denn der leichtere Weg? Er hat sich umgebracht. Und damit uns. Das stimmt? Das ist so? Oh, okay. Wir waren nicht weit weg im Osten von dieser Siedlung, aber... Hast du auch den Rest gesehen? Ja. Dann weißt du, dass ihr keinen Unterschied gemacht hättet. Wer weiß. Du hast uns 100 Mann und Nöcker Kriegsgerät versprochen, das hätte keinen Unterschied gemacht. Es waren mehr. Aber... Wesentlich mehr. Ja, aber hast du ihn gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen, ich habe die Fiona gesehen. Hast du die Sonne gesehen? Ich habe auch die Sonne gesehen. Na gut, das sagt mir jetzt aber nicht, dass der Herbst sich umgebracht hat. Doch, mir schon. Ich habe Gespräche gehört. Ihr seid so edle Ski gewesen, dass ihr euren Titel abgelegt habt, um irgendwie für alle Feen immer da vorherzusagen, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist, der wird sich da jetzt nicht für sowas umentscheiden. Thorald, das ist die einzige Möglichkeit, die noch bleibt. Es gibt keine andere. Hätte doch auch ihn jemand killen können. Nein, das hätte ich gemerkt. Vielleicht ging es wirklich schnell. Nein. Er wurde nicht umgebracht. Die Leute, die er zusammenrufen wollte, diese Armee hat sich nie formiert. Es hieß, er hat sich umentschieden. Er hat sich umentschieden. Und seine Entscheidung wurde auch mitgeteilt. Nee, wir hatten Nachricht, dass sie sich formiert hatten. Da hatten wir Nachricht. Das haben sie aber nicht wirklich. Outkim, der hatte gesagt, dass sie sich wieder aufgelöst hatten. Ach so, okay, Entschuldigung, dann korrigier das. Wieso haben wir kein Passwort? Ist denn da oben jemand? Kick ihn! Ich mach jetzt auch. Das war das Letzte, nämlich. Ich bin schon wieder raus. Also, haben sich wieder deformiert dann. Aufgelöst. Ja. Sie haben sich dann wieder aufgelöst, aber er hat sich wohl umentschieden. Er ist immer noch dein Bruder, das weißt du. Das weiß ich. Also hat er vielleicht einen sehr guten Grund gehabt. Das mag sein, dass er den hatte. Dann kenne ich diesen Grund nicht. Danke. Danke. Na gut. Gestern Abend war noch ein Eshu da und hat ein paar Sachen erzählt. Hat wohl mit dem sengenden Auge auch irgendwann gesprochen und ihn ein Stück mitgenommen oder so. Auf jeden Fall sagte der Eshu, dass ihr bei euren Reisen in die Vergangenheit, das sind sie User richtig, disconnected from your channel. Entschuldigung. Bei euren Blicken in die Vergangenheit auch jemanden mitnehmen könnt. Mhm. Okay, und wie? Tja, das ist jetzt nicht meine Sache. Und des Eshus war es auch nicht. Ich werde das schon rausfinden. Ich denke auch. Das kommt sicherlich später mal, wenn du ein bisschen vertrauter auch mit der Sache bist. Und das willst. Hm. Oh, und dann, den habe ich nicht verstanden. Er erzählte nämlich auch noch einen Witz, den er gehört hat von,
von dem singenden Auge, und da warst du mit dabei. Pass auf, er geht so. Vier Feen stehen vor einem Schloss, von dem sie wissen, dass da drin, also ich fasse mich kurz, ja, ein böser Typ ist. Sie wollen ihn ausräuchern. Und sie wissen, dass das Schloss voller Fallen und bösartiger Maschinen und todbringender Geräte ist. Voll scharfer Klingen, voll Löchern im Boden, voll komplizierten Gerät und Wasserspeiern, die sich auf dich stürzen und all dem ganzen Schnickschnack. So, ja. Und, der Puka, nein, Quatsch, er war kein Puka. Der Satyr stürmt hinein mit dem Zorn des Gerechten und ein Lied auf den Lippen und Inbrunst und so weiter. Und er wird von einem Giftpfeil beschossen und stirbt. Und dann sagt das mystische Auge, sagt, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Und dann rennt der Troll rein und voll von Ehrgefühl und voll von Rechtschaffenheit und gut gepanzert und so weiter. Und der rutscht aus und ein Beil stürzt auf seinen Kopf und naja, so weiter. Und das mystische Auge sagt, das hätte ich ja auch vorher sagen können. Und dann geht es selbst hinein mit dem weisen Blick in die Zukunft. Und sie sieht in den Schatten all die Gefahren lauern und weicht ihnen geschickt aus und steht vorm Grafen, also nicht vorm Grafen, vor diesem bösen Burgritter da, ja. Und sie sticht ihn mit ihrem Speer durch sein Fleisch, bemerkt aber, dass es nur eine Holzpuppe ist, und wird dann vom echten Ritter erschlagen. Und draußen steht einzig verbleibend der Slua, der sagt, Vorsicht ist besser als Nachtsicht. Den habe ich nicht verstanden. Du musst nicht aus Höflichkeit lachen, er ist nicht da. Hat auch kein anderer gelacht. Ich fand ihn ziemlich beleidigend, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen witzig. Naja. Er hat den ganzen Abend sowieso die Geschichte erzählt, wie der erste Eshu dafür gesorgt hat, dass Tag und Nacht sich wieder abwechseln. Ja, ja. Ja, ja. Wie sie sind. Außerdem. Und wie hat der erste Eshu das gemacht? Tag und Nacht, also der hat irgendwelche Tuafa da genannt. Also Tag und Nacht stritten sich um eine junge Maid und der Tag beanspruchte sie, weil sie ihm so nah war. Sie war schön und aufrichtig, sie war weise und tugendhaft. Und die Nacht sagte, nein, sie ist mein, denn ich habe sie schon viel eher gesehen und beobachtet, seit ihren Kindesbeinen an, legte ich nachts die Schwingen des Schutzes um sie und ich wärmte sie. Ich habe sie vor den Gefahren der Nacht beschützt und vor allen Unheil. Sie ist mir auch viel näher, denn sie ist vorsichtig, sie ist fragil und sie trägt die Trauer im Herzen. Und der Eshu ging zu den beiden, um den Streit zu schlichten, und er war wohl offenbar ein geschätzter Mann, und wegen seiner Weisheit, wegen seiner Weltgewandtheit und allem, da war er also mal beliebt. Und er sagte, das sind alles tolle Argumente, die ihr habt, aber ihr müsst doch das junge Mädchen entscheiden lassen. Und sie sagten, ja, das stimmt. Und das junge Mädchen blickte erschrocken hin und her, und der Eshu sagte, okay, ihr müsst doch sehen, dass ihr viel zu schön und viel zu großartig seid, dass ich vor euch ein Urteil treffen könnte. Also gib du mir nach das, was du deinen größten Schatz nennst, deine Sense. Und du, Tag, gib mir dein goldenes Zepter des ersten Strahles, und sie soll zwischen diesen Gegenständen wählen, während ihr in dieser Kammer hier verbleibt. Dann komme ich damit zurück, und die sagten, das ist gut, dass dir das so eingefallen ist, darauf wären wir nie gekommen, das ist die perfekte Regelung. Und sie warteten ein paar Tage, denn sicherlich ist es eine schwere Wahl. Dann guckten sie nach, und natürlich war er mit ihr und den Schätzen verschwunden. Also rannte erst der Tag ihm hinterher und suchte ihm auf der ganzen Erde und dann später auch die Nacht.
Und sie suchen ihn noch heute, deswegen wechseln sie sich ab und deswegen setzen sich die Eschu in der größten Mittagssonne verborgen vor ihr in den Schatten und bleiben des Nachtens zur Mitternacht stumm. Also die Kinder dieses einen Eschu, die er da mit dieser tollen Maid hatte, um diesen beiden Tuafa noch heute zu entgehen. Das war eine schöne Geschichte. Aber wir vermissen ein paar Kronjuwelen heute. Und gestern, bevor er angefangen hat zu sprechen, waren die noch da. Nun, jede Geschichte hat ihren Preis, nicht wahr? Ich wollte gerade sagen, was lernen wir daraus? Scheiße, jetzt muss ich die Kacke wieder besorgen. Nun, aber viel interessanter ist eigentlich, dass er ein Zepter des Lichts des ersten Strahls hatte. Es war der Tag. Natürlich hat er das. Ich meine, es ist der erste Sonnenstrahl, der dann jeden Morgen offenbar auf die Erde fällt. Aber wenn der Tag seinen Zepter nicht wiedergekriegt hat, wer war dieser? Das ist eine gute Frage. Das hätte ich mal stellen müssen, Mann. Da wäre dem Kleinen bestimmt keine Antwort drauf eingefallen. Die halten sich immer für so klug, aber wenn du damit sowas kommst. Nee, aber wenn er sein Zepter nicht wiedergekriegt hat, dann war der. Ich zeig auf die Zeichnung von diesem komischen Ritter mit diesem Sommerzepter-Dingsbums. Dieses Ding da? Das ist nicht sein. Das ist kein Zepter, das ist ein Schwert. Die Hochkönige sind locker in der Lage, eine Sonne zu erschaffen. Sie ist nicht so groß und was im Inneren ist, bleibt bewahrt, aber alles darum wird so leiden, wie es wäre die Sonne davor, verstehst du? Damals war er noch nicht lange auf dieser Welt und hatte viel vergessen und so weiter, deswegen war das ein ziemlicher mickriger Abklatsch, aber ja. Rennt der hier immer noch rum? Das ist ein Hochkönig. Okay, er rennt also. Das ist der, der im, nennen wir es den südlicheren Teil der Welt heute beherrscht. Ich verstehe. Welche Etage wohnt ihr nochmal? Die Tür. Ach, Entschuldigung. Rechts oder links von vorn aus gesehen? Rechts. Und wie viele Räume habt ihr da? Glaube ich. Wieso? Sag doch mal. Drei waren es, glaube ich. Plus Küche, Bad. Ja. Und ihr wohnt da zu zweit? Ja. In dem einen Raum ist keine Heizung und nix, also. Und auf welcher Seite ist dein Raum, David? Der zur Straße hin. Vorne oder Südseite. Hinten? Vorne oder hinten? Hinten. Deiner ist vorne raus. Nein. Ich meinte, wenn man reinkommt, direkt, also muss man dann durch den Flur erst gehen oder ist er direkt da? Nee, der ist direkt da, oder? Nee, stimmt, hinten raus, ja. Okay, gut, danke. Er schreibt eine lecker Rohrpost. Warum wolltest du das wissen? Mal für den Notfall, was ist denn, wenn du jetzt doch irgendwie eine Chimäre mitgebracht hast und oder irgendwelches Friedhofsgas oder sonst was, dann oder Irrlichter, dann wäre es gut zu wissen, welches Zimmer ich gleich reinstürmen muss. Naja, wir waren beide da. Beide. Ja, ich dachte mir, das andere muss dann offenbar so fies sein. Gut. Du musst jetzt die Juwelen wiederfinden. Sollen wir dir helfen? Lass mal. Ich glaube, das bringt uns allen nur mehr Schwierigkeiten. Außerdem habe ich nicht aufgepasst, also ist das auch mein Ding. Naja, wir sind ja quasi dein Anhänger. Ach, Quatsch. Dein Problem ist unser Problem.
Andersrum. Ist schon gut, David. Ich mach das ja auch nicht persönlich. Ich habe hier Verpflichtungen. Er wird schon nicht weit kommen. Und ich glaube auch nicht, dass es ihm darum geht, weit zu kommen. Es ging um die Geschichte. Ich glaube, es ging darum, jemanden eins reinzuwürgen. Ich glaube nicht, dass ich damit gemeint war. Wir waren gemeint. Was denkst du denn, wem hier eins reingewirkt werden sollte? Offensichtlich dem Prinzen? Dings? Grafen? Das würde ich mal annehmen, ja. Wer hat denn nie was gegen den Grafen? Doch ein netter Kerl. Ich sag mal so, die Ischu wenden sich gegen das Establishment, wenn das ja halt das Establishment ist. Stimmt. Na gut. Haltet euch fern von Roland. Morgen früh. Direkt morgen früh um 5 komme ich zu euch. Nein, das ist zu spät. Früh um 4 solltet also jetzt euch vielleicht hinlegen und schlafen. Warum so früh? Wir müssen direkt los, wenn die meisten noch schlafen. Wohin? Wir machen eine kleine Tour durch die Stadt. Na gut. Du wirkst schon etwas angezehrt. Es wird Zeit, ein bisschen zu tanken. Zu tanken? Jupp. Die schmunzelt ein bisschen und meint nur, naja, Informationen haben ihren Preis. Wie Geschichten. Ja. So kann man das sagen, aber dann wird es Zeit, lassen wir jetzt diese Vergleiche. Ja, okay. Gut, schert euch nach Hause. Aye, aye, Sir. Du weißt schon, dass das hier okay ist, weil das jeder das Witz versteht, aber solltest du irgendwann mal nach in ein englischsprachiges Land reisen, ne? Dann wäre ja Sir die korrekte Anrede für eine adlige Fee, also zumindest für einen Ritter. Also sei vorsichtig. Hier nicht, hier versteht das jeder als Witz. Aber nun, ja, du bist mir ja auch höher gestellt. Das ist ja auch eine Ehrbekundung dir gegenüber, oder? Wärst du nicht auch okay noch? Sei lieber vorsichtig, ich weiß nicht genau, wie das dann läuft. Das wird dir so viel besser sagen können, denn immerhin kommt die aus einem Land mit. Also kennt die Monarchie schon von Kindesbeinen an. Ich guck dich fragend an. Und gehörte einst selbst dazu, also. Das ist aber schon ziemlich lange her. Keine Ausreden jetzt. Dann orakel mal rum, du. Ja gut, dann bis morgen früh. Bis morgen früh. Bis morgen. Ihr geht nach Hause? Achso, ja, Entschuldigung. Sie meint dann noch, sie zeigt jetzt auf den Blog, willst du das behalten? Um Gottes Willen, nein, das wäre nicht gut. Nimm ihn. Okay. Mir fällt aber noch ein, ich habe gesehen, dass an den Bäumen Namen stehen. Ich war so frei, die Namen des Einfielen an einen Baum zu schreiben, zu ihren Gedenken. Das ist gut. Es wird keiner wissen, wo er hingehen kann, um die zu betrauern, aber ich denke nicht, dass das
Das ist erstmal trotzdem gut so. Es ist sowieso, ich sag mal so, keiner in den letzten 50, ein bisschen mehr, Jahren hat irgendwie gesagt, ich war ein Teil des Heeres des Frühling, Sommer, Winters. Und dann wurden wir irgendwie vom Herbst verraten. Keiner hat das gesagt, also kann sich offenbar keiner erinnern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Erinnerung ist, die von den Leuten ferngehalten werden soll. Also seid erstmal vorsichtig damit. Oh, außer dir wird das erstmal niemand erfahren. Ja, das ist schon, ich meine, dass sich über diese ganzen Dekaden kein einziger, gerade am Anfang, als die Aufrührerei noch ein bisschen größer war, da gemeldet hat, als er irgendwann wieder geboren wurde. Das ist auffällig. Aber vielleicht hatten sie auch, vielleicht haben sich ein paar erinnert und haben sich genau an den Hergang erinnert und waren dann etwas zu verängstigt. Möglich. Wie sagt das gerade? Es wird verhindert, dass man sich daran erinnert? Möglicherweise. Wie passiert das? Und kann man das unterbrechen? Nein. Und jetzt die ehrliche Antwort? Was verhindert wird, das ist Gesetz und gegen das Gesetz solltest du nicht verstoßen. Es gibt nur einen Bann, von dem wir wissen, und das war ein guter Bann, der die schlimmsten Verbrechen nur noch für die erinnerlich macht, die sie begangen haben, damit sie mit der Schuld leben dürfen und der Rest die genauen Namen nicht kennt, und das ist auch besser so. Vielleicht ist es auch der Traum selbst, der die Erinnerung weggefegt hat, damit wir Frieden haben können. Wir werden sehen. Das wird erstmal niemand erfahren, weil es erstmal niemanden gibt, für den das interessant oder wichtig wäre. das ist nicht richtig. Für wen wäre das denn wichtig? Es gibt mehr Ski als Länder für Einzelne zu verwalten sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein. Sicherlich ist die Position unseres Grafen begehrt und Information ist immer ein gutes Mittel in den höfischen Ränken. Diese Information? Auch diese Information, ja. Nun, unser Graf war sehr zuvorkommend zu uns. Dementsprechend sollten wir natürlich diese Informationen hüten. Du weißt einfach nicht, wo du reingezogen wirst, wenn das irgendjemand Sophie erfährt. Wirft David irgendwie mit einem Stirnrunzeln Blick zu. Also in welche Mühlen du dann gerätst und wie du am Ende, wenn du da wieder rauskommst, überhaupt die sich einbringen in diesen Spielen, um dann irgendwie für sich was auszuschlagen, ergeben oft die besten Helden für tragische Geschichten. Oder eine lehrreiche Person, eine tragische Person, von der wir dann später alle eine Moral lernen können, die wir schon wussten, aber wieder vergessen haben. Aber du willst diese Person nicht sein. Und Sophie, ja, es ist wichtig. Es wäre möglich, damit Unruhe zu schüren. Und das ist natürlich nie gut für irgendwelche Amtsträger. Und du kannst damit... Die anderen Höfe könnten sich ein wenig gegen den Herbst verschwören, denn die Gemeinden haben sicherlich nicht alles vergessen. Und dann alle Herbstfeen zu Verrätern indirekt zu machen durch irgendwelche fiesen, hinterrückigen, was auch immer, das wäre in niemandes Interesse. Stimmt. Ich glaube, mit so einer Information verliert man schnell die Kontrolle über das, was mit dir passiert, also. Wie gesagt, ich hatte nicht vor, das jetzt jemandem zu sagen.
Vielleicht werde ich es den anderen Orakeln irgendwann sagen, wenn ich sie sehe, aber... Und ich wollte dich nur in diesem Bestreben bestärken. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ganz schon mal ins Bett, wa? Er kann sich einen Schmunzler nicht verkneifen. Er ist sehr dezent übers ganze Gesicht. Sophie mustert ihn kurz. Wohl an, denn bis früh um 4. Irgendeine Gemeinheit hast du doch noch vor. Na, seine Unterstellung. Schert euch. Ja, Vati. Sie grinst und geht. Ihr geht nach Hause. Weiß nicht direkt, was Sophie jetzt irgendwie, was das, ob das jetzt nötig war, aber okay, da bin ich auch gar nichts anderes von ihr gewöhnt. Ja, schert euch ins Bett. David. Also Sophie, du scherst dich vermutlich wirklich ins Bett. Denn dein Schlafrhythmus ist vermutlich gefickt. Ja, von vorne bis hinten. David. Das Kamasutra der Sünden. Entschuldigung, ich muss es vervollständigen. Scrubs-Zitate sind okay, das ist erlaubt. Dein Zimmer ist ein einziger Haufen Reis mit einem Zettel. Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen. Bis um 4 bist du fertig. Die Guten... Ins Tröpfchen? Kröpfchen. Ach so. Und, oder krrr, wenn es dir lieber ist. Und dann steht noch drunter, die Guten wirst du schon erkennen. Mhm. Ich guck mir die mal genau an. Was ist denn gut und was ist schlecht? Na, du siehst erstmal einen riesigen Batzen Reis. Ja, yeah, das war mir schon klar. Der quasi dein gesamtes Zimmer ausfüllt. Und bisher siehst du da... Noch nichts. Ich meine, Reiskörner können unterschiedlich sein. Vielleicht ist auch mal ein schlechtes dabei. Ja, dann wären es echt viele gute. Das klingt irgendwie nicht so. Oder wie wird das wieder verdient? Solltest du lieber anfangen, Aschenputtel. Ist hier also ein Töpfchen und ist da ein Töpfchen? Ja, du hast ein Töpfchen bekommen. Es ist ungefähr so groß wie eine kleine Tasse. Das Kröpfchen ist das, was ich essen muss, ne? So war es zumindest bei den Gebrüdern. Ja, ein Kropf ist ja das Klingel beim Satt. Ja, okay. Der wird dann aufmachen. Guten Tag. Guten Tag. Zwei Dinge. Zum einen ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass unser Vermieter ein bisschen, der Roland hat sein Glitzern verloren. Ich wurde unter. Sehr gut. Und zur anderen Sache, ist die Kleine gerade bei ihm? Ja, das ist sie. Kann ich sie einmal sprechen? Selbstverständlich. Ihr wird sich dann mit einer umfänglichen Verbeugung, rückwärts verziehen und der Wanz wird dann auf dich zustolzieren. Mit Moin. Schlange natürlich. Natürlich. Na, ihr zwei. Na? Sag mal, magst du Reis? Das ist das, was man mit Chili con Carne isst. Ich mag Carne. Ich weiß nämlich, dass das Fleisch ist.
Weil einmal hat mir nämlich jemand gesagt, dass es ganz leckeres Chili was anderes kann, ne? Und das war voll ekelhaft, da war nämlich überhaupt kein Fleisch drin. Okay, du meinst das Fleisch. Ja, Hack. Und roh. Mist, ich hab nämlich nicht viel Reis oben. Ich dachte mir, ich könnte dir eine Freude machen. Wie viel denn? Noch mein Zimmer ist komplett voll. So viel? Und das darf ich alles essen? Nicht ganz alles. Also irgendwie muss ich da die Guten rauskriegen, aber ich weiß noch nicht genau wie. Du musst? Naja, also, es gibt halt solche und solche und dann gibt es noch ganz andere und das ist die schlimmsten, aber es gibt halt zwei Arten von Reis und ich habe keine Ahnung, wie ich es unterscheiden kann, aber das kriege ich noch raus. Und okay, und wenn du damit fertig bist und deine Aufgabe gemacht hast, dann esse ich gern den Reis aus deinem Zimmer. Tschüss! Okay. Tschüss. Sie winkt dir und macht die Tür zu. Ja, ist ja okay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich den ganzen Reis lasse. Das ist doch schon mal gut. Trichter und dann oben reinkippen. Du, die wird das schon sich schon selber reinstopfen. Das ist kein Problem. Kann die vielleicht sogar vorher kochen, wenn sie das möchte. Du kannst nur hoffen, dass sie sich nicht einfach 470 Kilo Hack zusammensucht und das dann auch noch in deinem Zimmer verteilt, damit es besser schmeckt. Erschreckenderweise traue ich ihr das zu und zum anderen bin ich nicht mal besorgt, dass es dann anfängt zu riechen, weil die macht den letzten Rest weg. Das könnte sein, ja. Ich sehe das wirklich entspannt, also. Sehr gut. Ja, ich nehme eine Handvoll Reis, leg die auf den Tisch und guck sie an. Ja, mit einer Handvoll Reis wirst du wohl echt nichts finden. Kommen die alle in einen, auf einen Bereich, dann nehme ich mir die nächste Handvoll Reis und guck mir die an. Also nach 10 Händen findest du ein winziges Goldnugget von der Größe eines Viertel Reiskorns. Ein Goldnugget? Sieh. Ich weiß nicht, ob das dann überhaupt noch ein Nugget heißt, wenn das so klein ist, aber ich sag ja Nugget. Ja, dann. Ich bin ja allein in meiner Wohnung. Ich sag mal, bis früh um 4 hast du noch echt viel zu tun. Das ist richtig. Gut. Über die Nockerrohr, ich hab sie ja, ne? Richtig? Nein. Verdammt. Ich frag Sophie. Okay, du klopfst bei Sophie. Die hat ja das noch gar nicht bemerkt. Nö, die pennt. Ja, so, verdammt. Irgendwann, wenn du zu oft klopfst, kommt ein, was nein, nein. Willst du? Nein, nein, alles gut. Ich will nur einmal klopfen. Ich bin halt viel zu nett und viel zu dezent. Das würdest du dann also nicht mitkriegen. Du bist ja nee, dann gezogen als sie. Ja. Dann will ich das halt fein säuberlich trennen und ne, ja. Den Reis halt in irgendwelche Sachen packen, dass ich halt damit den Wanz füttern kann. Also beziehungsweise den Wanz über das Eimer vermutlich. Ja. Sehr gut. Gut, dann hast du noch die Nacht zu tun. Machen wir erstmal Schluss. Sehr gut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen.